Du möchtest produktiver und effektiver an deinen Zielen arbeiten. Ich werde heute mit dir zusammen einmal die Pomodoro-Technik ausprobieren und werde dir am Ende sagen, weshalb sie gut für dich geeignet ist oder eben auch nicht. Außerdem werde ich dir in diesem Video erklären, warum du dein Selbstvertrauen mit dieser Methode steigerst. Was ist das denn überhaupt? Also die Pomodoro-Technik ist eine Methode, mit der du dein Zeitmanagement optimierst. Und der Sinn hinter dem Ganzen ist, dass du dir deine Arbeit in mehrere kleine Aufgabenbereiche unterteilst. Es soll dir gelingen, deine Aufgaben dann nicht mehr zu verschieben, weil der Zeitaufwand, den du dafür benötigst, geringer ist. Du planst deine Aufgaben besser, also lernst ein realistisches Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Zeit du für welche Aufgabe brauchst. Du erledigst mehr Aufgaben in kurzer Zeit. Du beugst Stress vor, indem du regelmäßige kurze Pausen einbaust. Multitasking ist nicht möglich, weil du mit dem vollen Fokus auf einer Aufgabe bist. Schreibe dir als erstes deine Aufgaben für die Pomodoro-Technik auf. Zwischen den ersten vier Aufgaben hast du jeweils 5 Minuten Pause. Nach der vierten Aufgabe sollst du dann 25 Minuten Pause machen und dann ganz normal weitermachen. Ich habe das selber in dem Video jetzt zum ersten Mal ausprobiert. Am Ende bekommst du dann mein Feedback dazu. So, und warum steigerst du jetzt mit dieser Technik dein Selbstwertgefühl? Wenn du von deiner To-Do-Liste nur die Hälfte schaffst, dann sinkt dein Selbstvertrauen, weil du dir selber nicht mal vertrauen kannst, dass du diese Aufgaben gewissenhaft erledigen wirst. Mit der Pomodoro-Technik ist das so, dass du lernst, die Zeit besser einzuplanen. Du lernst, den Zeitaufwand, den du für bestimmte Aufgaben hast, realistisch einzuschätzen. Dadurch schaffst du auch im Endeffekt mehr, kannst mehr auf deiner Liste abhaken. Und das steigert dein Selbstvertrauen, weil du dir selber vertrauen kannst, dass du die Aufgaben auch wirklich erledigen wirst. Also als Fazit von dem Ganzen kann ich sagen, dass diese Pomodoro-Technik nichts für mich ist. Einfach aus dem Grund, wenn nach 25 Minuten der Timer für mich klingelt, dann bin ich ja gerade voll im Workflow drin und dann werde ich ja voll da rausgerissen. Wenn ich einmal im Workflow bin, arbeite ich lieber so lange, bis mein Körper mir sagt, okay, jetzt brauchst du wirklich eine Pause, und das ist nicht nach 25 Minuten bei mir der Fall. Und vor allem, wenn ich dann die Pause mache, es sind ja nur 5 Minuten, dann habe ich in diesen 5 Minuten die ganze Zeit im Kopf, ja okay, du musst gleich noch weitermachen. Also es ist bestimmt eine gute Sache, wenn du das mit Aufgaben machst, die du auch innerhalb von 20 Minuten schaffen kannst, so dass du dann mehr innerhalb von kurzer Zeit schaffst und deine Motivation steigt, dass du deine Aufgaben auch abhaken kannst. Aber wenn du wirklich Aufgaben machen musst, wie zum Beispiel für eine Klausur zu lernen oder in meinem Fall jetzt ein Video zu schneiden, das kriegt man halt nicht innerhalb von 25 Minuten mal eben so abgehakt, dann finde ich persönlich es besser, wenn man das nicht mit der Pomodoro-Technik macht. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob du schon Erfahrungen mit der Pomodoro-Technik gemacht hast oder ob du die noch gar nicht kanntest und ob du die ausprobieren wirst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!